würde dir gerne ein paar Flyer vom Ernährungsrat geben. Wir haben nämlich dieses Jahr zweijähriges Bestehen der Ernährungsrat Frankfurt. Ja, super. Es geht ja darum bei den Ernährungsräten, dass wir die Ernährungssouveränität zurückholen wollen. Jetzt ist das ein sehr großer Begriff, den muss man erklären. Das heißt letztendlich, und das sehen wir nicht besser als hier auf dem Markt, wir wollen, dass die Menschen die Ernährung aus ihrer Region beziehen. Wir wollen, dass die Bauern, die in der Region arbeiten, die wir ja hier alle sehen, es ist ja ein Erzeugermarkt, dass die tatsächlich die Frankfurter Stadtbevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. Und das ist Ernährungssouveränität. Und das ist, glaube ich, das, worum es auch den Ernährungsräten geht. Egal, ob wir jetzt mit den Verbrauchern reden oder ob wir in Schulen gehen, ob wir Kantinen besuchen. Das ist die Arbeit vom Ernährungsrat, im Prinzip klarzumachen, die Ernährung kommt oder soll aus der Region kommen und von den Verbrauchern dann aufgenommen werden. Unsere Vision ist, wir wollen die Ernährung in der Stadt, eine regionale Ernährung, eine regionale Vollversorgung, kann man sagen, gemeinsam mit Kooperationspartnern ermöglichen. Wir wollen die Betriebe, die in der Region wirtschaften, unterstützen, mit dabei zu sein, um so ein stabiles, lokales Ernährungssystem auf die Beine zu stellen. Das ist eigentlich dieses Netzwerk von Produzenten, die getragen und finanziert werden von den Konsumenten in der Stadt. Im Prinzip unsere Idealvorstellung, wie diese Strukturen aussehen können, ist, dass Konsumenten und Produzenten an einem Tisch sitzen und die Dinge besprechen, wie die Bedürfnisse beider Seiten sind, also dass ein Verständnis entsteht. Ich glaube, den Erfolg messen wir wirklich daran, wie wir es schaffen, die Mitglieder in diese Räume reinzukriegen, dass die Frankfurter Bürger das zu ihrem Projekt machen. Und dort sind wir noch lange nicht. In Frankfurt haben wir ein Gewächshaus, wo wir jetzt gerade uns befinden. Das sind 3000 Quadratmeter. Mit diesem Gewächshaus können wir ungefähr 1000 Haushalte versorgen. Wir haben draußen auch Land, das sind knapp um die 5 Hektar, mit einem Hühnermobil, wo wir auch so 1000 Menschen, also wir glauben, dass zwischen 800 und 1000, dass das ein funktionierendes Gebilde ist, einerseits betriebswirtschaftlich, andererseits aber auch, dass es die Gemeinschaft getragen werden kann, also dass das nicht zu viele Menschen sind. Draußen machen wir Kohl, Mangold, Zucker, Mais, wir machen Blumenkohl, Brokkoli, weil da hier die Böden extrem gut sind für und weil wir auch hier das Wasser haben. Und das Spannende war mit den Kooperationspartnern, dass wir am Anfang echt Schwierigkeiten hatten, Kooperationspartner zu finden. Und wir haben wirklich mit zwei Betrieben, die sich eingelassen haben oder die das Experiment gewagt haben, der Eichwaldhof und der Obsthof Späth. Und dort haben wir dann am Anfang kleine Mengen. Wir sind mit 30 Ernteanteilen gestartet. Das waren 4 Säcke Kartoffeln, ein paar Zwiebeln, ein paar Stangen Lauch, sind wir vom Hof gefahren. Und, aber sie haben gesagt, wir versuchen es. Und da ist so viel entstanden und so viel Vertrauen, dass wir jetzt genau diesen Schritt gehen können mit eine neue Logik. Das heißt, bau uns einen halben Hektar Möhren an und was brauchst du an, dass du dann deine Leute gut finanzieren kannst, dass du anbauen kannst unter deinen Bedürfnissen oder dass es gut wird. Ja, wir sehen unser Wachstum, was wir anstreben, das sehen wir nicht, dass wir dieses Wachstum selber erzeugen müssen, sondern wir sehen es als vorhandene Höfe, nicht sterben lassen, sondern einbinden und im Netzwerk gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und so können wir schaffen. Ich glaube, uns sitzt auch ein bisschen der Druck im Nacken, dass es wirklich, also für mich gefühlt 5 vor 12 ist. Also 5 vor 12 wirklich was zu verändern. Ist schon drin?
Genau, wir haben eine Depotstruktur. Das heißt, wir haben 23 Depots in ganz Frankfurt verteilt. Wir packen immer an zwei Tagen die Woche, donnerstags und freitags, und verteilen den Ernteanteil, den wir eine Kiste personalisiert verpackungsfrei verpacken. Und dann wird das per Fahrradkurier und mit unserem eigenen Fahrer und Auto in die Depots verteilt und von dort von den Mitgliedern abgeholt. Gerne wieder Gemüse beziehen aus der Region und die Sicherheit haben, dass es wirklich von hier kommt. Und ich finde es sehr angenehm, nicht mehr in den Supermarkt gehen zu müssen oder höchstens um ergänzendes Gemüse kaufen zu müssen. Wir wollten eine einfache Alternative bieten für alle Leute, die Verpackungsmüll satt haben und überflüssige Einwegverpackungen. Und deswegen haben wir hier einen Unverpacktladen mit Zero Waste Café eröffnet. Das ist ein Café ohne Lebensmittelverschwendung, wo alles Essen wiederverwendet oder günstiger verkauft wird, wenn es nicht mehr lange haltbar ist. Also ich habe das jetzt auch durch die Eröffnung dieses Ladens und Cafés gemerkt, dass für viele Leute gar nicht klar ist, woher unsere Lebensmittel kommen und was ein gutes Produkt ist oder was auch gerade Saison hat. Mir wäre das total wichtig, dass das mehr Leute wieder erfahren können. Deswegen finde ich es gut, dass der Ernährungsrat einerseits im Bereich Bildung was macht, aber natürlich auch im Bereich Mehrwegsysteme. Okay, drei mehr. Ja, okay, so passt schon. Okay. Ja, okay. Tomaten sind ja auch eigen, oder? Alles eigen, ja, genau. Ja, dann. Es wird zu viel Lebensmittel hin und her gekarrt. Aus aller Welt, überall irgendwo hin, ja. Und auch innerhalb Deutschlands, ja. Und das ist auf Deutsch gesagt Schwachsinn. Bio ist die Zukunft für die Landwirtschaft, egal ob Weinbau, Gemüsebau, überhaupt. Also, weil da total viele Probleme letztendlich mit vermieden werden. Also der ganze Umweltschutz, die Gesundheit der Menschen und so weiter. Das ist einfach, also wir als Biolandbetrieb, wir sehen ja dann den Kreislauf. Gesunde Pflanze, gesundes Tier, gesunder Mensch, gesunde Natur. Das ist halt die Lösung schlechthin. Das Problem ist halt, dass wir letztendlich auch im Moment keine echten Preise überall haben. Also der Biopreis ist eigentlich der reelle Preis, weil wir müssen nichts dadurch reparieren. Durch den konventionellen Preis, der ist so günstig, aber die Folge von der konventionellen Landwirtschaft, die wird ja über den Preis gar nicht gedeckt. Ja. Wir kommen jeden Donnerstag und Samstag auf die Konstabler Wache mit unseren Fahrzeugen, mit unserem Wurstwagen, mit Fleisch, Wurst, auch eigene Produkte, mit unserem Käsewagen. Da ist Brot, Kuchen, Milchprodukte von uns drin, natürlich unser berühmtes Möhrenleibchen. Also auf dem Samstag haben wir so 800 bis 1000 Kunden. Verändert hat sich vor allem das Bewusstsein unserer Kundschaft, vor allem für das Bio, für den guten Geschmack, den wir liefern. Mittlerweile ist Plastik ein ganz großes Thema. Die Leute kommen mit ihren Gläsern, mit ihren eigenen Taschen und Tüten, mit ihren Boxen, damit man Käse reinpacken kann, dass man Kuchen reinpacken kann. Ich bezeichne mich da immer als Landwirtin. Und wenn man den Dottenfelder Hof anguckt, wie vielseitig der ist, dann ahnt man schon, dass Landwirtinsein sehr vielseitig ist. Ich habe ganz viele Stationen gemacht über Kuhstall, Kälber, Kinder, Küche, Vermarktung. Und habe jetzt in den letzten Jahren, mache ich in der Hauptsache Schulbauernhof.
und Veranstaltung. Wenn man länger hier ist, dann sieht man auch, wir haben ein Gebäude für den Schulbauernhof. Da drin manifestiert sich die Arbeit, dass jährlich 5000 Kinder zu uns kommen und über Landwirtschaft lernen. Die Saatguthalle, die wir haben, wo Tausende von Sorten als das Ergebnis von einer 40-jährigen Arbeit lagert. Ich will einfach ermöglichen, dass mehr Bauern in der Region eine vielseitige, eine erfüllende Landwirtschaft auch für sie selber machen können, die für die Böden besser ist und die eine angemessene Tierhaltung ermöglicht. Und dass die Verbraucher das einfach begreifen lernen, diese Ernährung der Zukunft, die gibt es nicht für günstig. Aber sie können sehr viel gewinnen, wenn sie das wissen, wie die Landwirtschaft aussieht, also für sich selber auch persönlich. Wir haben ja das Glück hier in der Wetterau, dass wir die Modellregion, Ökomodellregion Wetterau sind für einfach für die Entwicklung hin zu einer ökologischeren Region. Es gab da in Hessen drei erste Modellregionen und die Landesregierung strebt jetzt an, im Grunde, dass das ganz Hessen zur Modellregion wird. Also es geht darum, dass wir Metzger, Bäcker, Verteiler in der Region haben, die helfen, dass die Produkte vom Bauern in die Region, also in die Städte kommen oder an den Endverbraucher kommen. Das ist eigentlich das große Problem. Also Bauern brauchen natürlich, gerade in der finanziellen Situation, in der viele Bauern sind, brauchen eine Sicherheit, dass sie auch zukünftig davon leben können und vielleicht sogar noch besser leben können. Die konventionelle Wirtschaft ist sehr stark vom Weltmarkt geprägt und ich habe da eigentlich keine Lust auf Preise hoch, Preise runter und man weiß gar nicht, mit was man kalkulieren kann. Also es ist sehr schwierig im Konventionellen zu wirtschaften und wir versuchen jetzt halt den direkten Weg an den Kunden zu kommen. Ziel unter anderem ist hier einen Großteil abzusetzen von uns direkt und die größte Masse geht im Moment über Kantinen. Wir sind in unserem neuen Verarbeitungsraum, den wir extra für die Kartoffelverarbeitung gebaut haben. Unsere Schälmaschinen sind nicht so groß, aber für den Anfang. Hauptsächlich gehen die Kartoffeln in den Einzelhandel, sollen da als Convenience-Produkt im Kühlregal liegen und auch dann an Großküchen, über auch entweder direkt in die Großküchen oder über den Bio-Großhandel. Die Ökomodellregion stellt Verbindungen zum Bio-Großhandel her und auch die Vernetzung untereinander. Ist das nix, direkt mitten in der Stadt, an der Straße. Ohne die einzelnen Menschen, ohne die kleinen, vielen Initiativen, die wir haben, das sind diese kleinen Urban Gardening Projekte, die so in der ganzen Stadt so ganz klein angefangen haben. Das ist eine kleine Gruppe, die einfach nur einen Vorplatz an einem Bahnhof ein bisschen begrünt, bis hin zu solchen Urban Gardening Projekten, bis hin zu Vereinen, die sich darum kümmern. Das ist die Basis. Ohne die geht's gar nicht. Und es muss diese Graswurzelbewegung sein. Es muss von unten von der Basis kommen. Nur dann haben solche Bewegungen Erfolg. Und das ist eine wahnsinnig schnell wachsende, sehr große Community geworden. Wir haben die Erzeuger, die Bauern, wir haben aber auch die Händler und die Märkte. Wir führen also das alles zusammen. Das ist ja das Ziel des Ernährungsrates. Die Rolle der Stadt ist zunächst einmal auch, das zu finanzieren. Das heißt, die Initiative braucht das Geld, um Veranstaltungen zu organisieren, um die Räume anzumieten, um eine Veranstaltung so zu machen, dass viele aus ganz Deutschland zusammenkommen. Also das heißt, der ganze Magistrat
muss dahinter stehen, die Schuldezernentin, die in den Kitas die Ernährung anbietet. Was wir tun müssen, ist, dass wir in unseren eigenen Kantinen, in den Schulkantinen und dort, wo wir das selber fördern können, wirklich eine nachhaltige und regionale Ernährung haben. Mhm.